Jo, und willkommen alle zusammen, sowohl live auf Twitch, jetzt am Freitagabend. Ich habe mir vorgenommen, dass ich ab jetzt immer Freitagabend vielleicht live streame, da ich das bis jetzt mit Life is Strange gemacht habe und wir damit Episode 2 fertig sind, mache ich einfach da weiter. Im Hintergrund hört man mein Kind, das mit irgendeinem anderen Kind spielt. Auch übers Internet. Schauen wir mal, ob das in der Zwischenzeit abläuft. Seht ihr mich? Ich glaube schon. Yo, ihr seht mich wahrscheinlich auch. Nase bohren. Wenn ich es tue. Dafür müsst ihr aber hier bleiben, wenn ihr sehen wollt, ob ich irgendwann mal während des Spielens Nase bohre. Okay. Fahren wir fort. Wir sind am Ende des zweiten Kapitels gewesen. Jetzt kommt Episode 3. Oh, wie schon gesagt, das ist ein Film. Ja, wir sehen Filmsequenzen, das hätte ich noch nicht live streamen müssen. Ah ja, wir haben sie runtergeworfen. Das haben wir gut gemacht. Und da haben wir rausgewieselt uns. Oh, Warren. Der hat sogar eine Sonnenfinsternis gemacht, nur damit er sie einmal umarmen darf. Ich bin ein Zyniker. Das ist gut so. Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spielentscheidungen die Geschichte beeinflussen. Ja, das ist ein Adventure. Warum müsst ihr mir das sagen ständig? Wähle weise. Ja, habe ich eh gemacht. Ich habe den Lehrer angeschwärzt. Den mag ich eh nicht. Ich glaube, der Lehrer ist an allem schuld. War gut, dass ich ihn angeschwärzt habe. Ich weiß nicht, warum so wenig Leute das getan haben. In den meisten Fällen ist man selbst eher blöd dagestanden. Square Enix. Also wenn man den Hausmeister bzw. was war der dritte? Ah, den Burschen, den dummen. Don't Nod Entertainment. Das ist kein Spiel, das ist ein Film. Ich bin absolut... naja. Das Problem ist, ich... kann das sowieso nicht nachvollziehen, weil... Was? Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Spiel gegangen ist. Weil ich habe das letzte Mal vor, keine Ahnung, 3 Wochen gespielt. Ich weiß nicht, wann ist das letzte Video hochgeladen worden. Ich aktiviere den Modus mit geringerer Latenz. Was möchtest du mir sagen? Whatever. Kate, oh Gott. Kate ist tot. Du brauchst nicht mehr nach ihr rufen. Ich muss dir was zeigen. Was? Mist, das war zu schnell. nur weil Chloe das sehen will? Du hast ein Kaninchen. Kümmere dich um das Kaninchen. Ja, du hast sie auch runtergeworfen. Warum hast du auch irgendwas von Brüdern gesagt, wenn sie nur Schwestern hat? Ah, yay, Kaninchen. Ich liebe Kaninchen. Was? Wie? Was?
Ah, nein, 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 nein. Ich will das Kaninchen ansehen. Oh, sie hat das Kaninchen von Dings genommen. Dann füttern wir das Kaninchen. Das ist ein hässliches Kaninchen. Mein Kaninchen ist viel hübscher. Kann man die Pflanze übergießen? Hey, wir haben sie zu viel gekostet. Das haben wir gut gemacht. Da ist ein Laptop, den benutzen wir jetzt gleich mal. It's been a while. 12 Jahre. Ich meine, verstehe Sie mich nicht falsch, aber wie groß ist diese Ortschaft, dass alle 12 Jahre jemand verschwinden kann? Das schaut jetzt nicht so aus, als wäre es die Urmonster-Ortschaft. Selbst in Wien verschwinden die Leute nicht so oft und das ist riesig. Tja, so ist das halt. Die wissen wenigstens, dass sie vorher was falsch gemacht haben. Nein, brauchst du nicht. Du hast das Richtige gemacht. Wir mussten einen Schuldigen finden. Und du hast gewusst, dass wenn du die anderen zwei Sachen machst, du der Schuldige wärst. Got a selfie out of this. Ooh, you're the only one who really cared, Max. Maybe you shouldn't have helped Kate. Epic fall. Haha, das ist gut. Der gefällt mir. Was steht da? Burn Serpent. Revelation 2010. And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are also burned. Finde ich gut. The chick splatted. Oh shit, you dropped her like egg. Ooh. Hey, I'd like to interview you. Interview you when it's convenient. PM me. When we lose a game, nobody dies. Just saying yo. Ja, ist auch gut. Wundervoll. Also sie hassen uns. Gut. Kann ich da wieder rausgehen? Irgendwie? Ah, so. Und? So schlimm? Nicht in die Schule zu gehen einen Monat lang? Hi-Fi. Öffnen wir die Schublade. Du warst es. Du hast von ihren Brüdern gesprochen, anstatt von ihrer Schwester. Dummes Kind. Also, ich war's. Los, Musik. Trash Metal. Ja, aber Trash Metal? Irgend sowas? Endlich ist es hell. Ansehen. Ja, schauen wir uns die Decke an. Schade, ich würde mich gern hinlegen und schlafen. Naja. Was heißt on the top of your investigation?
Das hat ja bis jetzt auch so gut funktioniert. Language of Photography. Sie hat Lunch. Warte mal. Die hat 2 Stunden. Dann hat sie Mittagessen und dann hat sie nochmal 2 Stunden. Naja, okay, es sind 3 Stunden. Finde ich nicht schlecht. Sie hat von 10 bis 4. Das sind, warte mal, 6 Stunden. Mit 1 Stunde Mittagessen. Nicht schlecht. 5 Stunden jeden Tag. Meine Schüler haben es nicht so gut. In eine Fotografierstunde, Fotografierschule sollte man gehen. Na gut, also wir müssen da raus. Offensichtlich. Dann verlassen wir den Raum. Das macht es nicht wirklich besser, wenn du mich fragst. Hey, ein Schrein. Zünden wir eine Kerze an. Es ist eine TV-Crime-Scene, also eigentlich in dem Fall eher ein Spiel-Crime-Scene. Wir sind viel besser. Wir haben nicht auf ihren Anruf reagiert. So. Wollen wir da reingehen? Da ist Zeug. Schauen wir uns das Zeug an. Was? Wir sprechen jetzt über Halloween Party? Wenn sie das, wenn das heißt, sie versucht es nicht zu zeigen, dann puh. Hallo? Achso, ich muss klicken zuerst. Warum war sie auf dem Dach? Mehr weißt du nicht? Um sich runterzuwerfen! Mehr. Wir doch nicht. Also, wir haben herausgefunden, dass Victoria schon draußen ist. Können wir da irgendwas machen mit dem Gespräch? Was? Ah.
Ja, kennen wir schon, kennen wir schon. Na, machen wir das. Oh. Die einzige. Das ist super. Du warst nett, nicht wichtig. Meinst du? Bla 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 bla. It's complicated. Ja. Das ist vollkommen egal, was man sagt. Sprechen wir nochmal. Okay, dann halt nicht. Hey, da ist eine Papierkugel. Schauen wir sie uns an. Dana, I suck at writing, but I thought I should was. Bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hasst. Ich weiß, ich tue vor allen anderen so, also echt tough. Aber das war bei dir nie nötig. Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen habe. Wenn du Geld brauchst, sag Chat. Xo Logan. Sie ist schwanger. Glauben wir. Immerhin war da ein Dings. Immerhin war da ein. Ah, da steht offensichtlich drauf, dass der Vortex Club scheiße ist. Nein, wir können keine fremden Computer benutzen. Da würden wir dann vielleicht irgendwelche E-Mails und irgendwelche Sprüche an irgendwelche anderen Leute schicken und die arme Dana würde in Schwierigkeiten kommen. Deswegen, das wollen wir nicht. Okay, lass uns rausgehen. Offen. Ist das Chloe? Wir sind einfach die super Goody-Goodies. Wir können jetzt Dings sehen. Hippogriffe. Nein, nicht Hippogriffe. Wie heißen die? Die Vestrale. Ah, super. Jetzt können wir sie gar nicht mehr darauf ansprechen. Wohin ist die Victoria jetzt hin? Das hat sie nicht erzählt. Hat sie das erzählt? Habe ich nicht zugehört? Oh mein Gott! Das gibt's ja wohl nicht. Hold to another universe, das wäre gut, da will ich hin. Hey, wir können uns anschauen. Okay. Ja. Wir sind noch online. Können wir irgendwie laufen? Sind aber viele Leute unterwegs.
Naja, wenn die Victoria nicht da ist, dann können wir in ihr Zimmer gehen. Oh. Gruselig. Können wir nicht machen. Das bedeutet zum Computer, Sherlock. Hey sweetie, what up? I'm just avoiding some lame ass science homework. How can anybody do fucking homework after seeing somebody jump to their death? I can't believe we all saw it happen live. It was like watching a reality show and I've never seen the campus so quiet. Like everybody's hiding or crying. I feel like total shit for everything I said about Kate and that stupid video. Let's get some peeps to meet up later. This girl needs a serious curfew cocktail. We'll drink to Kate. Ja. Okay, da war keine Information. Na dann, suchen wir mal im Müll. Ganz schön teuer, was? Oh. Echt jetzt? Du regst dich darüber auf, dass der Kaschmir-Pullover $30 kostet? Das ist Kaschmir, verdammt nochmal. Kaschmir ist so teuer. Und $30 ist nicht viel. Was ist das? Okay. Foto. Ich wette, es passiert gleich irgendwas Gruseliges. Echt? Mehr finden wir hier nicht. Wir finden jetzt sicher noch irgendwas. Ah, da gibt es noch einen Schreibtisch. Na, dann suchen wir doch auch mal am Schreibtisch. Arg, wie du von denen denkst. Ja. Ich würde ganz gerne diesen Plüschlöwen anschauen. Der war so prominent in meinem Dings, in meinem Sichtfeld. Ja, okay. Dann öffnen wir noch eine Schublade. Ich jetzt? Darüber machen wir uns Gedanken. Das sind keine Boots. Aber gut, soll sein. Hey, Magazine. Eine Tasche können wir auch durchsuchen. Excellent, well-researched essay with a unique point of view. Tja. Die hat halt das Kleingeld, um sich einen Ghostwriter zu leisten. Das war's. Was steht da drauf? Are we from Angels? Was? So kann man es irgendwie besser lesen.
Okay. Warte mal. Revenge Kate Marsh. Da kann man nicht reingehen. Na gut. Chloe. Wo ist Chloe? Sie hat gemeint, wir sollen mit Chloe sprechen. Da ist offensichtlich nicht Chloes Raum. Raum Juliet. Miss you, Kate. Ach so, Chloe. Ach Gott, ich bin so dumm. Das ist ja die Dings, das ist ja ihre Freundin von früher. Deswegen finden wir die hier nicht. So, an dieser Stelle, oh, na, schauen wir uns noch schnell das Video an, mache ich die YouTube... Gut, an dieser Stelle, wie schon gesagt, machen wir Schluss für unsere Zuschauer auf YouTube.